So, wir spielen mal wieder. Ich hatte einfach auch Lust. Ich habe bis gerade noch überlegt, ja klar, Grinden auch gut. Kaizothon auch gerade cool. Aber einfach auch mal wieder ein paar Hacks spielen. Mal gucken, was SMW Central so zu bieten hat. Auch mal wieder cool, finde ich. Und ein bisschen abranten vielleicht. Und der wurde mir empfohlen hier. Genau, endlich mal wieder good old SMW Hacks. Finde ich auch. Ist viel zu lange nicht. Monate nicht. Will ich jetzt mal sagen. Those last days have been quite a ride for Mario. As he looks at the sky, he recalls his most epic journey so far. Liquid Sound, danke für den 11. Monat. His most epic journey. Yoshi's House. Shedros, moin. Oh, die Mucke. Einen erholsamen Sonntag. Freue mich schon. Be careful, Mario. Eine schöne Ergänzung zu Voll ich auch, Shedros. Ich freue mich auch. Be careful, Mario. Bowser has summoned enemies from different dimensions to defeat you. Okay. Let's go. Wir starten Le Timer. Stowaway Mario. Wo waren die denn nochmal her? Alter. Wo sind die denn nochmal her? Kennt man die? Wario Land, stimmt. Okay, böse. Ich falle immer wieder drauf rein. Nicht nochmal. Okay, alles schon böse platziert. Es sieht so nach nix aus, aber The Simpsons Hidden Run. Ich habe die ganze Zeit überlegt, nee, Fall. Und ich kannte es doch auf jeden Fall. Habe ich gedacht, mein Gott, das hast du doch wirklich schon mal gehört. Aber wir können mal lasst euch gesagt sein, dass ich morgen für den Community Montag auf jeden Fall mal irgendwas mit Zelda ausprobieren möchte. So ein Koop-Ding oder sonst was. Ich schau mal. Aber Pikusch, es wäre wirklich super, wenn du mir das schreiben könntest im Discord mit dem Soundfix. Weil das war echt ein Upturn. Also da sieht man wieder, das ist so gut gemacht. Das Level... Es hat einen neuen Gegner schon geschehen. Okay, geil. Einen neuen Gegner. Und das ist das ganze Thema von dem Level. Und es funktioniert halt einfach so gut. Und ich mag das, wenn nicht 1000 Dinge gemischt sind. Mega geil. Oh, Alter, was war das? Wie groß ist das Bock-Level auf Dark Souls 2? Ich muss echt sagen, der... Okay, das passt gar nicht, der Thwimp. Das Katana-Gameplay hat auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Bock gemacht. Ich glaube, es lag halt auch echt ein bisschen an diesem Dual-Säbel, den ich da hatte, der einfach kacke war. Okay. Das nochmal umgeskillt würde ich jetzt machen, ja. Ich würde noch einmal umskillen, kompletten Decksbild. Bleib beim Katana bis zum Ende des Games. Ende aus. Es wird ja auch noch andere Katanas geben. Aber ja. Sonst hat es halt keinen Spaß gemacht. Aber das hat ja, gerade mal am Ende hat man es ja gemerkt. Ich hatte am Ende wieder Spaß, weil das sich
anders angefühlt hat als mit diesen Klingen da. Das war allein der Bossfight gegen diesen geschmolzenen Feuerhaini mit den Stacheln, mit den Zahnstochern. Komplett dumm. Oh, Mucke. Check out our new and improved spiky shells. Now resistant to spin jumps and thrown objects. Bowser. Ja, das ist jetzt nicht so kreativ, oder? Mega Man Musik einfach immer gut. Mach doch. Okay. Ah, verstehe. Nice. Cooles Design. Oh, okay. Okay, ist schon cool, oder? Hammer! Okay, der ist immun fürs... Hä? Hä? Ich dachte, sie sind immun gegen Spins. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auf die Disco-Shell draufspringen kann überhaupt. Endlich 18, denn sie sind hart. Mega geil! Wirklich? Ey, super coole Setups. Selbst die schön. Das ist so geil. Ja, cool. Freut mich. Die Killer, ich freue mich auf das der Gerät. Sag ich dir schon mal. The Day of the Bomb Tea. Ah, okay. Die kennen wir alle allzu gut. Die braucht kein Mensch, finde ich. Die braucht kein Mensch. Aber geiler Song. Ich werde die im Wohnzimmer benutzen, Tequila. Shit. TNT. Dann mache ich da mal irgendwie abends ein Render oder so für mich. Das ist schon gut. Freeze Man. Ja, passt ja auf jeden Fall. Wow.
Pingus. Beware, snowstorms are frequent in this area. The low temperature can kill Mario in a matter of seconds. Make sure you take your everyday drink of Koopa's coffee. It keeps your body warm, even in the worst conditions. Okay. Da ist der Koffee. Okay, ganz lustig. Ah nein, gib! Ah, ist schon kreativ, oder? Oh, Peace Beat. Mega cool. Nostalgie Bonus plus C, genau. Das ist schon nicht unwichtig. Anfängerfreundlich, ja, ist, kann man easy spielen. Ich weiß nicht, was meine Retro-Sammlung für einen Wert hat, nee. Noxek Moin, hello. Oh Gott, hello. I spit on your cave. Boah, I spit on your grave. Gute Filmereihe, finde ich. Beware, hot lips around. Make sure to avoid any kind of contact with them and their projectiles. Dark Souls 3 habe ich schon gespielt. Oh lol, was ist das denn da unten? Okay. Schönen Sonntag, kleiner als drei. Was ist das? Ich meine, ich glaube, ich weiß, es werden wahrscheinlich die Piranha-Pflanzen hot. Piranha-Pflanzen-Sprite sein. Oder zumindest vom Ablauf. Oh Leute, ich kann die kaputt machen. What? Und unten ist ein Blag halt. Von der Grafik. Okay. Inselkind 1434. Was ist das schon wieder für ein Secret Code? Wo sind die Reihenfolgen? Die Sinn machen. 1434. Vielen herzlichen Dank. Für die Bits. Alter, wie hart ist das? Key Sanity? Ey, ich bin gerade noch ein absoluter Boon in Randomizer. Da war ich doch noch kein Key Sanity. Obwohl, viel schwerer ist es ja auch nicht, ne? Jetzt mal im Ernst, also. Mega cool hier. Hammer. Boss Shuffle, ja gut, das ist egal. Oder Enemy Shuffle, glaube ich. Das spielt keine Rolle. Key Sanity bedeutet, du findest die Small Keys und so weiter in überall auf der Overworld. Auch die Big Key für die einzelnen Dungeons. Das heißt, du kannst, keine Ahnung, in Kakariko findest du vielleicht einen Small Key für Misery Maya. Also schon alles sehr durcheinander. Aber das macht es ja jetzt nicht unbedingt schwerer, oder? Es schränkt mich nur eine meiner Möglichkeiten. Mein erster Key Sanity war 8 Stunden, echt? Aber ich habe ja schon Probleme mit meinen Dungeon-Items zu tracken. Ich sag's ja immer wieder, es wäre so viel einfacher, wenn ich auto-tracken würde, die Dungeon-Items. Aber es ist halt strikt, es ist streng genommen, ist es ja verboten in so einem Turnier-Szenario. Deswegen finde ich es halt leider dumm. Aber es wäre schon deutlich einfacher. Totti, moin, geiler Hack, voll. Ups. Was auch immer das für Viecher sind da. Ich bin dumm. Naja, weil das halt einfach Logik übernimmt. Das übernimmt, es ist halt nicht nur dieses stumpfe Tracken. Du hast einen Stab und den markierst du, sondern das hilft dir einfach, wenn du, das hilft dir ja einfach, wenn du
wenn der Tracker dir sagt, du hast jetzt schon alle Items aus dem Dungeon, wenn das so ist. Aber das würdest du ohne den Tracker ja vielleicht gar nicht verstanden haben. Oder wie soll ich sagen, du weißt, es sind nur noch Schlüssel drin oder so. Und die Logik hast du ja vielleicht ohne den Tracker gar nicht. Es denkt ja für dich mit, bei dem normalen Item-Tracken denkt es ja nicht für dich mit. Es übernimmt ja nur die Klickarbeit. Ich kann es schon verstehen. Alter, das ist hart. Deswegen will ich es mir auch nicht angewöhnen, das im Dungeon zu machen. Ich habe das ja auch mal getestet. Das ging ja gut, aber... Nee, das ist Mist. Du, man verlässt sich einfach nur noch da drauf und versteht gar nichts dann von der Logik hinter den Items in den Dungeon. Man verlässt sich nur auf den Tracker. Also ich würde es nicht empfehlen, es zu machen. Welche Dungeons nun grün werden? Naja, das ist... Es ist irgendwie ein anderes Level, finde ich. Also in welchen Dungeon ich kann, weiß man ja, glaube ich, zügig. Alter, was sind das für geile Sprites und Bosse hier? Muss ich da drauf springen oder muss ich einfach nur überleben? Ah, okay. Meine Waffe. Ja. Mega cool. Ich würde auch nicht sagen, dass das für den Anfang ist. Das ist vielleicht gerade für den Anfang nicht gut. Also, es gibt bestimmt keine falsche oder richtige Meinung. Oder keine richtige oder falsche Antwort, aber ich würde nicht damit starten, die Items im Dungeon tracken zu lassen. Das ist Panne. Dann vergesst lieber, dass ihr es selber mal trackt, aber... Man verlässt sich einfach hart darauf. Ich meine, ich weiß selber aus meinen letzten Runs, ich hatte so häufig die Situation, dass ich nicht wusste, gibt's jetzt noch ein Item in dem Dungeon oder nicht? Habe ich vergessen, was zu tracken? Fehlt mir die Truhe? Und das wird dir alles weggenommen, das Denken. Sonst wisst ihr nie, was noch fehlt. Ja, das gehört halt auch ein bisschen, also höchstens um es zu lernen, wäre ich der Meinung, kann man das mal machen, um zu wissen, was gibt's eigentlich für Truhen, aber dann... Nee. Würde ich es nicht machen. So. Nee, das ist nicht gut, Lakritzelt. Nein, nein. Eieieiei. Nein, kein Multiworld heute. Easy. Cooler Boss, ja. Auch zum Glück nur 3 Hits. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das jetzt hier 5 Hits werden oder so. Later Alligator. It would not be wise to spin jump on the alligator's teeth, but maybe if Mario could land on top of their head. Okay.
Wie soll ich denn on top of their head landen? Keine Ahnung. Hallo Ninja Smurf. Pookie, danke für 49 Monate. Vielen Dank für den Support. Schönen Sonntag euch allen. Okay. Aber schon sehr nice irgendwie, oder? Boah, Alter. Ah, hier. Ah, okay, da kann ich wahrscheinlich drauf. Ja, okay, das ist ja mega nice. Okay, das ist ja ultra geil. Hä, das ist ja super cooles Sprite. Ich frag mich, ob das so auf SMW Central zum Download ist. Weiß das einer? Wie dösig die gucken, ja. Wunderschönen Sonntag, ihr Lieben. Lexi Strange, moin. Wunderschönen Sonntag wünsche ich dir auch. Oh Mann. Gute Besserung, ja. Was macht der Blaue? Okay, er hüpft, wenn ich auch hüpfe. Okay. Was sind das für geile Sprites? Hammer. Mega geil. Sebi-Monster, danke für 10 Monate. Gary Cat, danke für 16. Dankeschön. Dancen NH-Gönnung. Ruined Eyesight.